Ja, der Vorteil der endoskopischen Entnahme der Arteria radialis ist eigentlich ganz klar. Wir haben jetzt hier schon in Segeberg seit langer Zeit umgestellt auf komplett arterielle Revaskulation von Bypass-Patienten und versuchen komplett auf Venen zu verzichten. Und als zusätzliches Graft neben den beiden Brustvenenarterien bleibt halt die linke Radialarterie. Und die Patienten laufen halt häufig auch, weil es gerade junge Patienten sind, im T-Shirt rum. Und wenn man die offen entnimmt und sie einen langen Schnitt am Arm haben, ist das kosmetisch eigentlich nicht schön, zumal der Schnitt am Arm häufiger länger ist als der Schnitt am Brustkorb. Und so ist halt die endoskopische Variante mit einem kleinen Schnitt an der Handbeuge und einem kleinen Schnitt in der Ellenbeuge halt perfekt, um einen arteriellen Graft für eine Bypass-Operation zu entnehmen. Und das ist einfach der riesengroße Vorteil dieser Entnahmetechnik. Und inzwischen, nach Learning Curve von 20 Patienten, ist die endoskopische Radialis-Entnahme mit Sicherheit genauso schnell wie die offene. Und der andere große Vorteil ist natürlich die deutlich geringere Komplikationsrate. Wundheilungsstörung, Blutungen ist quasi ein Fremdwort. Sensibilitätsstörung an der Hand sehen wir auch nicht mehr. Deswegen sind wir wirklich extrem zufrieden mit dieser Technik. Ja, die Ergebnisse sind super. Die Patienten sind extrem zufrieden. Sie haben deutlich weniger Wundschmerz. Sie können den Arm besser bewegen. Was wir früher hatten bei offener Entnahme, gab es auch schon mal ein Hämatom und wir mussten auch schon mal eine Wundrevision machen. Das mussten wir kein einziges Mal machen. Die Patienten, das ist kosmetisch, sieht es einfach viel, viel schöner aus. Wir haben auch die ersten Rückmeldungen dann aus der Reha, weil die einfach zufrieden sind. Und in der Reha treffen sie halt auch andere Patienten aus anderen Kliniken, die einen langen Schnitt haben. Und das ist einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal momentan von Segeberg, dass wir sowas anbieten. Und die Patientenzufriedenheit ist top, kann man nicht anders sagen. Das Hauptproblem der endoskopischen Entnahme der Graft, ob Vene oder Radialis, ist in Deutschland das budgetäre System mit den DRGs. Es wird halt nicht vergütet. Die Geräte kosten Geld. Eine offene Entnahme, man braucht ein Skalpell und Pinzette und Strom und dann ist das Gefäß draußen, während bei den endoskopischen Varianten halt entsprechendes Material benötigt wird, was in Deutschland nicht vergütet ist und die Operation entsprechend teurer macht. Und da halt jedes Krankenhaus sparen muss, ist das halt die größte Herausforderung gewesen, unseren Patienten was Modernes, Minimalinvasives anzubieten. Und hier halt dieses Programm mit Getinge ist ja quasi für uns ein Segen, weil es ist eine Win-Win-Situation für zumindest für uns, aber ich denke für die Firma auch, dass wir mit diesem Programm halt Zugriff auf diese Geräte haben, das in Form einer Studie und entsprechend unsere Patienten halt hier perfekt mit versorgen können. Und ich finde diese Symbiose Klinik, Industrie, an diesem Beispiel ist eigentlich perfekt gelungen. Und dadurch haben wir halt wirklich seit jetzt einem halben Jahr ein wirklich extrem gut laufendes Programm von endoskopischer Kraftentnahme. Naja, es muss halt alles rechtlich ordnungsgemäß laufen. Das heißt, es gab vorab Gespräche mit der Geschäftsführung der Klinik als auch mit der Firma Getinge, wo man das halt vertraglich alles absichert, damit es kein Abhängigkeitsverhältnis von der Industrie gibt. Und wenn das vertraglich geregelt ist, war es eigentlich kein Problem, damit anzufangen. Unsere Mitarbeiter wurden geschult in dieser Technik. Es war halt am Anfang ein Proktor da mit dabei. Am Anfang natürlich auch das Problem, dass die OP-Schwestern und Anästhesie entsprechend aufpassen mussten. Es dauerte am Anfang halt länger, aber das ist ja glaub, normal bei neuen Techniken. Inzwischen hat sich auch die OP-Pflege quasi das so akzeptiert und baut halt immer den Endoskopieturm auf und inzwischen ist es Standard. Früher mussten wir es bei jeder Operation immer noch angeben, wir wollen endoskopisch Radiales machen. Heutzutage ist es Standard und sie fragen gar nicht mehr nach, sondern die bauen das direkt halt entsprechend auf. Auch ein Aspekt dieser Zusammenarbeit mit Firma Getinge ist halt, dass wir so eine Art kleine Studie machen. Es gibt Patientenfragebögen,
die jeder Patient ausgehändigt bekommt, egal ob endoskopische radiales Entnahme oder offene radiales Entnahme, wo wir halt auch objektiv sowie auch subjektiv die Patientenzufriedenheit entsprechend bewerten können. Und diese Daten werden dann über eine Excel-Tabelle anonymisiert zur Verfügung gestellt und wir können dann auch sehr, sehr schön sehen, welche Vor- bzw. Nachteile diese endoskopische Entnahme bringt. Und wir sehen momentan ganz klar, wie ich eben auch schon gesagt habe, bislang nur Vorteile. Ja, ganz klar, mehr Patienten. Darum geht es im Krankenhaus. Wir wollen A, möglichst viele Patienten behandeln und B, die Patienten möglichst gut behandeln. Ja, es ist klar, wir stehen in der Konkurrenz zur Kardiologie mit ihren Stents und PCIs im Rahmen der Bypass-Operation. Und wenn wir Patienten Bypass operieren, ist A die Devise, sie möglichst komplett zu revaskularisieren und das andere, wenn es geht, komplett mit Arterien. Und das in irgendeiner Form minimalinvasiv. Und das heißt, wenn ein Patient auch akzeptiert, okay, ich muss jetzt Bypass operiert werden, dann kriegt er halt beide Brustmann-Arterien und endoskopisch die Radialis. Das heißt, wir bieten momentan hier in Segeberg das, was top of the art quasi ist, der Bypass-Chirurgie, was halt möglich ist, um den Patienten komplett arteriell mit 4-5 Grafts zu versorgen. Und das ist halt schön, dass es sowas möglich ist, ohne dass einem die Geschäftsführung im Nacken sitzt und sagt, oh, das ist alles so teuer, was ihr macht. Und deswegen sind wir nochmal froh über diese Kooperation mit Getinge, die uns die ganze Sache sehr, sehr viel erleichtert.